Herzlich willkommen bei uns bei der Ambassador Academy 2020, dieses Mal in Kiel. Es geht um Development, Climate und Population Growth. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der Hermann Ehlers Stiftung. Mein Name ist Jan-Willem Armling und wir von der Hermann Ehlers Stiftung freuen uns, gemeinsam mit dem FAWN in Ulm die Ambassador Academy 2020 ausrichten zu können. Wir freuen uns, dies für die Allianz für Entwicklung und Klima zu tun und wollen damit einen Beitrag leisten, die Verknüpfung von wirtschaftlicher Entwicklung in globaler Perspektive und Klimaschutz auch regional verstärkt zu diskutieren. Denn nur so schaffen wir Akzeptanz für die Transformationen, die uns bevorstehen. Im Umfeld dieser Aktivitäten freue ich mich, dass es diese Botschafterakademie gibt, die wir von Seiten des von mir geleiteten Instituts aus in Ulm gestartet haben. Wir bilden hier Botschafter für die komplexen Themen der Welt im Bereich Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit, Zukunft aus. Ich freue mich sehr, dass wir hier dieses Wochenende mit der Hermann Ehlers Stiftung zusammen junge, engagierte Leute, junge Studierende, Young Professionals aller Couleur in den Themen internationalen Klimaschutz und globale nachhaltige Entwicklung schulen können, mit ihnen diskutieren können. Und dabei geht es vor allem darum, dass wir für die Themen Entwicklung und Klima Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausbilden. Denn das ist das A und O, wenn die Ansätze der Allianz für Entwicklung und Klima in Gesellschaft ausgerollt werden sollen und möglichst viele Firmen, Privatpersonen, Organisationen erreichen sollen. Ja, hallo, mein Name ist Michael Maas von Kühner Nagel. Ich bin verantwortlich für den Bereich Nachhaltigkeitslösungen im Transportwesen, speziell im Bereich Schifffahrt. Und mein Hauptfokus liegt darin, unsere Kunden darin zu beraten, umweltfreundliche Wege zu finden, ihre Güter global zu transportieren mit Fokussierung auf Emissionsreduzierung. Hallo, mein Name ist Christopher Politano. Ich bin hier heute stellvertretend für Southpol, Schweizer Unternehmen, Klimaschutzprojektentwickler und Anbieter von Nachhaltigkeitslösungen. Und ich freue mich heute Abend sehr, Teil des Podiums zu sein und entsprechend die Themen Klimakompensation und Klimaneutralität weiter näher zu erläutern. Das Endergebnis soll ja sein, dass die Botschafter anschließend auch in der Lage sind, die Allianz letztlich darzustellen, zu reflektieren, Vorteile, Wirkungen aufzuzeigen. Und ja, deswegen bin ich sehr, sehr gerne hier dabei und leiste meinen Beitrag.